Herzlich willkommen zu einer Folge hier in Thüringen. Wir werden jetzt den Mist zum BGH bringen. Das tut irgendwie ab. Wir haben schon alleine rückwärts. Wir können auf dem Test, dass wir noch da so gut malen. Ne? Ja, die sollen die Tür gehen, die Mist. Fast voll, Dampf schon, ne? Oh, schön. Wenn man der Kühle näher kippt, dann ist er vielleicht schon, ja. Das Gras schon. Okay. Rüber. Das sieht gut aus. Warum nicht gleich so? So. Das ist hier vorne. Ja, sieht leer aus, ne? Brüder. Ja, Kälber ist irgendwie schon ein bisschen extrem. Vielleicht kommt man morgen noch hier so zu. Kälber. Nach und nach. Wenn wir noch älter, wenn sie älter werden, gibt es auch noch Lust. Ich habe ein bisschen Licht aktiviert heute. Das ist eine Beleuchtung. Ich kann ein bisschen auch gestalten, ich kann auch rot machen. Jetzt. Richtig hoch, wird uns so getimptes Licht. Kann man theoretisch über das Smartphone steuern, also geht sogar theoretisch. So. Da kann ich die Helligkeit einstellen. Das Ganze. Ich kann auch andere Farben nehmen, ne? Königsblüten zum Beispiel. Immer mal gedimmt, ne? Ein bisschen mehr von sein. Ja, so. Ist das Licht ein bisschen heller. Oder ein bisschen dunkler, je nachdem, wie man haben möchte. Aber meine Kamera ist eigentlich so empfindlich, die. Doch, dunkler. Also ein dunkler Bild macht man mich auch heller. Aber am Anfang ist es unscharf, die Kamera. Ich habe festgestellt.
wieso und weshalb, weiß ich nicht. Normalerweise macht das nur eine Fahrt. Ja, das stimmt. Darf man auch tun, ne? Kann man anders denken. Das Gewicht wird nicht wegnehmen. Und als Halle? Ja, als Halle. So, dann parken wir hier ein, weil zur Zeit kaum mehr. Quatsch, wir wollten noch die Gülle loswerden. Rede vom Mist. Ja, abgelenkt von der Kamera und Licht. Jo. Geht doch nicht. Zeit. Ja. Haben wir Zeit. Kann auch bei mir nicht stehen bleiben. Irgendwann wieder eine neue Gülle kommen. Fällt das immer zu. Normalerweise fahre ich den Hänger mit Traktor, der sagt jetzt LKW. Nur heute mal mit Traktor. Trolley. Weil ich nur einen Traktor habe. Ja, um diesen Trigger zu finden mit den Anhängern ist ganz einfach. Ja, aha. Muss auch mit G Richtung Fahrzeug markieren. Geht auch. Aber Gülle zeigt er mir nicht an. Dann weiß ich nicht. Ist aber okay, da kann man mehr reinkippen. Jetzt sind er nur wahrscheinlich weniger, weil es braucht. Aber er wird nicht angezeigt. So, wir werden lieber starten. Egal, ob das nun gut geht oder nicht gut geht, weiß ich nicht. Wir werden dabei bleiben. So. Einstellen. Hoffe, dass es klappt. Wir haben ja fleißig programmiert. Warte, mitnehmen. So. Jetzt wieder um. Das hier auch aktivieren. Denn sonst kann es sein, wenn der mal ein bisschen Pause macht und der andere macht keine Pause. Deswegen hier also. So. Ich wollte aber einen zweiten fahren. Weil der ist mir dann rein. Der wird nicht so hören. Also der wird nicht so Probleme bereiten. Das ist typisch. Dann spacken wir nicht auf die fahren normal. Ne? Oh, da fährt der Kone. Vorne anfangen. Dann aussammeln. Ja. So. So soll es sein. Schauen, ja, nimmt alles mit. Wie gesagt, das eine Gras ist nass und alles trocken. Und der Tatsache, dass wir zu verschiedenen Zeiten gewohnt haben. Und das Gras natürlich länger am Halm steht, kann er mehr Luft reinwedeln, ne? Und dann ist es
kommen. Das ist auch noch kein Heu, ne? Also Heu, das dauert ein bisschen, ne? Also, man müsste das mindestens ein, zwei Mal wenden, theoretisch. Aber das sparen wir uns mal ein. Wir haben Heuverkauf. Weil auch hier in Thüringen viel Regen gibt, auch in dieser Zeit. Laufvorhersage. Wir haben heute und morgen schon wieder die Angesagt. Und das hier sofort Katastrophe. Das wird zwar hier noch trocken. Aber da hätten wir echt Stress. Ne? Also 100% Niederschlag ist schon heftig. Ne? Drei Tage mit Trockenheit. Schwachen Wind, so nicht so gut. Wäre ja, weil auch bei Regen Gras und Heu weniger wird. Ne? Das kann man zu, das ist ja das ganze Problem. Das können wir nicht verhindern, also das geht dann gut. Hier können wir Geld ausgeben für Diesel und dann entsprechend nachher maschinell trocken, kann man sagen. Ne? Ich bin bald im Fahrzeug, also nicht lange bedienen. Das wird ein bisschen vorspielbar, das ist zumindest die erste Runde. Weil der erste ist nicht so gefährlich. Das ist die Zeit. So gefährlich ist hier eigentlich im Arbeiten. Wenn der jetzt hier den anderen nicht gefährlich kommt, die Krone. Den hinter uns gelassen haben, dann ist es nicht mehr ganz so gefährlich. Dann fahren sie mit einer Bahn zur Krone der Krone hoch und runter. Mehr oder weniger. Ich kann auch der erste schon mit Sau beginnen nachher, aber wenn man die erste Runde fährt. Ich meine, das ist viel Gras, aber mit zusammen war er schnell voll. Und das ist, ja, kann er eine Weile fahren, ne? Der braucht eine Stunde dafür, für alles. Zusammen zwei Stunden, ne? Da haben wir zwei genommen. Ich hoffe, ihr hört alles schön, ne? Tontechnisch. Kann man ein bisschen warten, mit diesen grünen Balken da aufbrechen, bis man Geld reingeht. Wenn es ins Rote geht, ist laut. Geht ins Grüne, ist so tief, ist leise. Da ist schwierig mit das, ne? Dann haben wir hinter uns. Er macht ja zwei Runden normalerweise. Das ist mal so schlecht. Weil da muss er noch mähen. Muss man eher eine Pause machen, der Bruder. Meine
Fahrer sollen bezahlt werden. Ne? Das heißt, sie sollen nicht zu viel bekommen. Ich will ja auch noch wissen, was sie tun. So, liebe Zuschauer, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich danke euch fürs Reinschauen. Das war einfach gut, wenn ihr gewinnt. Ja, vielleicht geht's. Vielleicht. Es wird mir. Oh, das hätte ja fast nicht. Das ist neu. Das ist wirklich. Ja, es geht in der nächsten Folge weiter. Ich darf was empfehlen. Und wir werden bald mit dem Sommerwagen. Schön, dass ihr schaut. Bis dann. Tschüss.